Sendung. Gegenüber von mir sitzt Andi Knoll, Song Contest Beauftragter des ORF sozusagen. Beauftragter ist ein hohes Amt. Wie gefällt dir der Beitrag von Vincent Bueno heuer? Da tue ich mich gar nicht schwer, das gut zu finden. Ja. Ich finde das wirklich. Das ist ein Song, wie er für den Song Contest gehört. Ja. Da machen wir so. So muss man machen können. Zum guten Song Contest Song musst du so machen können und so. Und da siehst du schon, ich weiß schon, wir wollen es reduziert halten, aber da könnten theoretisch Feuerwerke losgehen. Also der gute Song Contest Song ist wahrscheinlich schon einer, der schnell ins Ohr geht, der aber irgendwie auch optisch umsetzbar ist. Wie ernst kann man denn eigentlich den Song Contest nehmen? Ich finde, die Mischung muss immer stimmen. Ja, es muss an diesem Samstagabend im Mai, wo wirklich der halbe Kontinent vor dem Fernseher sitzt, ja, muss die Mischung passen aus Menschen, die es ernst nehmen. Ein, zwei Subjekte, die sind nicht ganz, ja, ein bisschen subjektiv dem Ganzen, oder subversiv, das war das Wort, das ich suche. Subversiv dem Ganzen nähern und das alles in Frage stellen und das alles nur verarschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze heuer Coram Publico stattfinden wird. Was macht denn das für einen Unterschied, sei es jetzt von deiner Arbeit oder auch von den Künstlern her, ob da jetzt Leute im Saal sitzen oder nicht? Das ist die spannende Frage, weil ja, es sind jetzt auch schon andere Fernsehshows produziert worden ohne Publikum oder mit ganz wenig Publikum nur, aber das ist halt ein Wettbewerb, nicht? Und beim Wettbewerb zählt schon auch das Publikum immer, das merkt man jetzt viele auch bei Fußballspielen, das ist komisch, ja? Also da freut man sich nicht, wenn einer ein Tor schießt, weil es freut sich niemand im Saal, da kann man zu Hause sich freuen, war noch nie, ja? Also das wird tatsächlich spannend. Auch wenn Amen kein Corona-Lied ist, für ORF-Fernsehdirektorin Katrin Zechner passt das Lied perfekt in unsere Zeit. Der Song trifft eine Stimmung, die der Song aber auch schafft zu drehen in eine hoffnungsvolle Stimmung. Für Song Contest-Delegationsleiter Stefan Zechner ist das Ziel jedenfalls klar. Es fährt niemand zu einem Sportevent und sagt, es ist super, wenn wir Dritte werden. Wir müssen mit der Liebe zu dem Event hinfahren und aber auch den Zug haben, gewinnen zu wollen. Ob wir das tun oder nicht, ist natürlich, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber wir wollen es. Bis dorthin werde ich mich so sehr fokussieren auf mich und auf die Performance. Werde brav trainieren, brav essen, gut schlafen. Also ich werde wirklich versuchen, mich da echt nur zu fokussieren auf meine Performance. Es war das erste Mal für mich. Es ist das erste Mal für mich, quasi in einem so großen und internationalen Team zu arbeiten. Ich habe mich, ganz ehrlich, das erste Mal auch richtig fallen lassen können. Das Team ist so stark. Wir haben Pele Loriano, wir haben Tobias Kalschi. Wir haben eigentlich den Song gehört das erste Mal mit dem Sänger Tobias Kalschi, und der hatte wirklich eine geile Rockstimme, und am Anfang war ich sehr intimidated, also sehr verunsichert, wo ich gesagt habe, schaffe ich das überhaupt? Aber ich glaube, wir haben einfach einen super Weg gefunden, es zu meinem zu machen, und ich glaube, wir haben jetzt einen super schönen Song für den Eurovision Song Contest. Für mich war es ein so großer Lernprozess, auch mein eigenes Ego einzustecken und zu sagen, es muss diesmal nicht mein Song sein. Ich habe wirklich für mich entschieden, wow, der Song ist perfekt. Nicht nur für mich, sondern auch, ich glaube, für die Menschen. Ich glaube, das ist ein Thema, womit sich sehr, sehr viele Menschen auch identifizieren können. Ja, natürlich war auch nicht klar, können wir irgendwie vor Live-Publikum auftreten oder nicht. Und deswegen haben wir heuer mal sozusagen das Genre einmal geöffnet und wollten nicht unbedingt nur einen Abtempo-Song und haben dann einmal das gemacht, was wir jedes Jahr machen, einmal den Künstler selber gebeten, Songs einzureichen. Wir haben heimische Komponisten gebeten, Songs einzureichen, und haben natürlich auch international gesucht. Der Pele hat uns einen Song geschickt, also er hat uns mehrere Songs geschickt, aber der Song war eigentlich der, der uns auf Anhieb begeistert hat.